So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Ein neues Unboxing, denn es steht noch ein Paket aus vom Urinalbecken. Ich habe heute extra mal auf die Mütze verzichtet, ne? Dass ich aussehe wieder wie so ein, ja, mal gucken, ob ich irgendwann wieder Haare habe, damit man wieder anders wirkt. Aber ich dachte, das passt perfekt zum Urinalbecken. Er kommt mir nämlich auch immer vor wie so ein Holzrusse. Grüße gehen raus an den Fritz. Ne? Das Paket steht hinter mir. Adi steht nicht hinter mir. Adi verlässt mich nämlich immer in den letzten Sitzungen. Er war gerade auf der Toilette, jetzt chillt er schon wieder dort. Ich weiß nicht warum. Das hat schon mal alles besser geklappt. Da war der immer im Waschbecken, aber irgendwie in letzter Zeit hat er keine Geduld mehr, keinen Bock mehr. Da sitzt er einfach immer nur noch da und wartet. Wenn man hier reinrennt mit einem Paket, rennt er auch immer hier rein. Und sobald man dann hier drin ist, setzt er sich dahin und wartet, dass wir wieder rausgehen irgendwie. Ich möchte das jetzt mal hier aufmachen. Das sieht schon wieder mega brutal aus. Open hier vorne. Open wahrscheinlich überall. So viel rotes Band habe ich ja noch nie gesehen. Guck dir das mal an. Überall an diesem gelben Paket, so viel rotes Band und überall Vorsicht, Glas. Ich höre auch schon, dass da Flüssigkeiten drin sind. Ich habe mir wirklich keine Ahnung, wie genau man das aufmacht. Wir probieren es einfach an jeder Ecke. Einmal links, einmal rechts, einmal vorne. Dann müsste man ja eigentlich eine Klappe haben, die wir hochziehen. Der Rest müsste fast von alleine gehen. Hier gibt es nur immer ein paar Widerstände. Jetzt sieht's gut aus. Ich habe einen Schnittpunkt gefunden. Hier sind zwei Laschen, die muss ich umgehen. Genau. Noch einmal rüber. Jetzt haben wir es. Also auf jeden Fall das Größte und Schwerste, was in letzter Zeit so ankam. Und hier steht ein Riesenbrief. Hallo Ramon. Sorry, hatte nur Hannes und Jennifer auf dem Schirm mit den Getränken. Das Guthaben für Nintendo ist für das DLC-Schild gedacht. Am Ende entscheidest du. Kleinigkeit zum Knabbern und Litte? Adi? Kleinigkeit zum Knabbern und irgendwas und vor Hardy oder was? Für vier? Eine vier? Vor Litte, bitte? Da ist auf jeden Fall zu knabbern drin und was für Hardy? Ach ja. Die Axt, die A, C, Oberstrich, S sind für die goldene Meile. Drei Linsen sehen mehr als eine. Zwinger-Smiley. Axt. Ach ja. Werde zum stillen Zuschauer, da Google zu meiner Sicherheit meine Telefonnummer haben will, kann nicht einloggen. Werde weiterhin zuschauen, halt stumm bleiben dabei. Mit freundlichen Grüßen, Uri, aka Fritz. Das heißt, der Uri kann mir nicht erklären, was dieses Wort bedeutet. Und Litte? Und vor Adi? Und hier hinten die drei Axt. Ich weiß nicht, war da Axt und hin und her. Mal gucken, was da drin ist. Jetzt bin ich auch gerade am Schild zocken ab und zu mal. Jetzt gibt er hier Dings für DLCs. Ich will doch gar keine DLCs. Ich will eine Hauptstory einfach irgendwann mal abschließen und dann mit dem nächsten Spiel. Aber er hat gesagt, ich entscheide. Vielleicht kann man damit sich mal was anderes suchen. Irgendwann im Nintendo eShop. Wo ich jetzt schon keine Zeit habe und jetzt schon zu viele Sachen, die alle noch getestet werden müssen oder gespielt werden müssen. Deswegen einfach nur danke dafür erstmal. Danke. Wir haben hier einmal Teehaus, Apfel-Limette. 40 Beutel Tee, Apfel-Limette. Tue ich jetzt einfach mal, ja, ich glaube das Waschbecken ist nass, ich tue es lieber nicht ins Waschbecken. Dann einmal Westminster-Tee, Minze, Zitrone. Die kann man bestimmt wieder super kombinieren. Tee ist auf jeden Fall immer gut, auch gerade bei längeren Streams. Teehaus, Pfirsich, Maracuja, exotisch, süß. Wieder so ein Pfropfen mit 38 Beuteln. Warum hat der andere 40 und der nur 38? Dann haben wir hier eine Flasche Carpe Diem Kombucha Classic.
Finde ich sehr interessant, weil Jenaya hat ja eine, ich hatte zwei, habe im Zeit die Challenge gemacht. Hannes kennt es gar nicht, jetzt kann Hannes es auch mal kennenlernen. Bei mir ist heute Samstag, Hannes geht am Montag, Jenaya am Sonntag, da kann ich Hannes das vielleicht mal anbieten. War ja gar nicht so schlimm, konnte man ja trinken und regt auch irgendwas an, glaube ich. Dann haben wir hier die Bamboo Garden Asia Chili Sauce Hot. Das ist auch sehr gut. Chili Soße, meine Flying Goose ist nämlich leer momentan. Und jetzt könnte ich beim nächsten Mal anfangen auf die Nudeln und so Zeugs, mir mal diese machen. Die kann man sicherlich auch gut für Burger nehmen. Bin ich mal gespannt, wie die schmeckt, wie scharf die ist. Am besten wir testen die wieder mit Nuggets. Dann haben wir hier ganz viel anderes Gelumse. Ach. Ich glaube, ich hätte nicht die ganze Ding so rausrühren sollen. Hier haben wir einmal das Deboff Mogne Stark Bier mit 7%. Komisch, wir haben letztens erst die Polenbiere getestet. Da haben wir genau diese Dose auch gehabt. Vom Scheinux. Jetzt habe ich nochmal zweimal diese Dosen vom Urinalbecken und diesmal sogar mit Pfand-Logo und Pfandaufkleber und einer deutschen Beschreibung noch ein starkes Bier. Die könnte man am Montag mal trinken, vielleicht kann ich die auch mit dem Hannes am Samstag, am Sonntag mal trinken, am letzten Tag zum Auschillen. Dann haben wir hier das Perla Miodova. Perla Miodova, helles Bier mit Honig, auch 6%. Das ist zwar kein Lomza, bei Lomza haben auch alle gesagt, das sieht voll hässlich aus, die Flasche und das Etikett. Ich finde, als Honigbier, das spricht einen doch schon ein bisschen eher an, oder? Perla Miodova, Miodova, wie findet ihr das Design? Sehr chillige Dose. Schmeißen wir auch hier rüber ins Waschbecken rein. Dann sehe ich nochmal eine Flasche Cabe Diem, nochmal eine Flasche. Oh, das ist ein anderes. Classic, Classic, Kombucha, Classic. Und das ist aber hier Cabe Diem Kombucha Zitrone Ingwer. Also eine andere Sorte. Wird wohl aber auch nicht pervers sein, weil es schmeckt ja trotzdem eigentlich recht gut. Jetzt haben wir hier Rettergut des Sprudels Kern Gurke und Minze. Eine Flasche Wasser. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Gurke und Minze. Ihr seht ja auch, die Gurke, die freut sich total, hat ein zufriedenes Gesicht, wirft die Hand hoch. Davon haben wir auch eine Flasche, zwei Flaschen Sprudelskern, drei Flaschen hier Gurke, Minze. Ich glaube, da können die sich heute noch einen richtig tollen Abend machen, ja, in dem ganzen Zeug. Jetzt verstehe ich, was er meinte. Dann hier nochmal Deboff, nochmal 7% stark Bier. Wieder eine Dose. Einmal Katzenfutter, aktiver Gold, Huhn und Lachs, Akzeptanz. Zwei zusätzliche Augen. Ach, Fritz, 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 Fritz. Dann Chili. Chili Wurzel, Chili Würstchen, Chili. Was sagt man dazu eigentlich? Cabanossi, genau. Chili, Cabanossi. Nochmal Chili, Cabanossi. Kadit Nibi Wraps für Katzen. Sieht auch komisch aus. Wahrscheinlich auch wieder mit Fisch. Boa Fish wrapped in real chicken breast. Also so ein ganzer Fisch ummantelt von einer Hühnerbrust. In der Hühnerbrust ist der Fisch einfach eingewickelt. Dann habe ich keine Ahnung, wo du die wieder her hast oder wie die aussehen sollen. Da ist auf jeden Fall eine Action Cam 40S Pro mit Weitwinkel, 40 Meter wasserdichten Schutzgehäuse, Wi-Fi integriert, 4K Videoauflösung mit 30 FPS. Eine Action Cam von Rollei. Und eine zweite Action Cam, auch von Rollei. Ich glaube, der Fritz wollte mich total umbringen, weil wir jetzt zu dritt wären auf der Goldenen Meile
und man mit drei Augen mehr sieht als mit einem. Okay, das heißt also, Shenaya sollte eine Kamera nehmen, Hannes sollte eine Kamera nehmen, ich sollte eine Kamera nehmen und ihr habt dieselbe Sache aus drei verschiedenen Perspektiven gleichzeitig. Das ist an sich ja gut, wenn man bei ProSieben, bei Joko und Klaas vielleicht oder mit einem Fernsehteam, da jeder kriegt einen Helm auf, jeder kriegt ein Ding auf den Kopf und dann wird das gefilmt und dann gibt es immer Umschnitte, wie du gerade ihn siehst und ihn und ihn und ihn und ihn und ihn und das so live wie ein Film alles. Aber ich als kleiner Hobby-Mensch, ne, als Hobby-Lebewesen, ich weiß nicht, was die für eine Qualität haben. Ich denke mal nicht, dass das dann so gut aussieht wie bei der GoPro, weil GoPro ist einfach der Shit. Ich weiß auch nicht, wie viel die gekostet haben. Der Preis ist ja abgerubbelt. Und ich weiß auch nicht, ich werde auch keine Helme. Ich glaube nicht, dass die anderen unbedingt die ganze Zeit jetzt so eine Kamera rumschleppen wollten. Und so. Und wenn einer Bier aufmacht und der andere filmt, braucht man dann den dritten, der auch noch filmt, wie der eine das Bier aufmacht, sodass du es aus zwei Perspektiven hast, aber eh nur eine zeigen kannst. Oder die Meile geht dann doppelt so lange, weil du halt jede Szene immer so und so zeigst. Zusätzlich, ich habe mit dem Programm auch noch nie verschiedene Szenen untereinander geschnitten. Also ich mache ja eigentlich immer One-Takes. Also irgendwie ist das cool gedacht, aber irgendwie überfordert mich das schon wieder komplett dermaßen. Oh, hier ist ein Zettel drin. Na, warte. Der Preis wird abgerissen und dann steht auf dem Zettel trotzdem drauf, wie viel. Okay, das ist bei dem anderen auch. Soll ich sagen, 45 Euro. 45 Euro für diese Cam, wo ich für meine so 400 Euro bezahlt habe ungefähr. Das würde mich stark wundern, wenn die qualitativ irgendwie gleichwertig sind. Jetzt habe ich hier zwei Cams rumfliegen. Ich weiß nicht, was ich mit den Cams machen soll. Und außerdem waren die für die Goldene Meile gedacht, aber wir haben ja die Goldene Meile am Donnerstag schon gemacht. Das war die schlimmste Goldene Meile, die wir je hatten. Würde ich nie wieder machen, so wie die war. Das war so anstrengend, das war so... Das seht ihr dann, wenn es soweit ist, warum die letzte Goldene Meile mit Shenaya und Hannes einfach die schlimmste und schrecklichste überhaupt war. Hier habe ich das kurz rausgenommen. Hier also noch zweimal Nintendo eShop Guthaben. Zweimal 15 Euro, also 30 Euro insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viel ein DLC kostet für Schild. Ich weiß gar nicht, was man mit dem DLC macht. Ich habe ja nicht mal mein Nintendo Online-Dings eingelöst, was er mir damals geschenkt hat, weil ich einfach keine Zeit habe. Deswegen habe ich das dann Thomas gegeben. Er wollte mir nochmal eins besorgen. Aber es ist... Ich guck mal, vielleicht kann ich da irgendwie im E-Shop irgendwas anderes suchen, was man auch mal zwischendurch so hat. Tony Hawk, jetzt fällt es mir auf, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Da würde sich der Leon vielleicht freuen. Hier weiß ich nicht, meinst du, die kann ich umtauschen, mir das Geld wiederholen? Klingt zwar total fies, aber ich glaube, es wäre sinnvoller angelegt. Dann kann ich mit dem Geld, mit 45 Euro, kann ich dann eine Folge 7 Tage 7 Lutz drehen, als dass die zwei Dinger jetzt im Regal liegen und verstauben bis ans Ende der Welt. Und die zwei fahren wieder und ich weiß nicht, was ich mit drei Dingern machen soll. Wir konzentrieren uns aufs Wesentliche, fertig. Wir wollen es nicht so kompliziert machen, sorry. Lieb gemeint, tut mir auch voll leid, dass ich da das jetzt so schlecht reden muss. Ich kann es mir mal angucken, ja, was das ist, was das macht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Akkulaufzeit bis zu 70 Minuten. Das, was da alles draufsteht, das klingt alles, als wäre es viel, viel besser als die GoPro. Was ein Ding gewesen wäre, ich habe eine GoPro Hero 9, ich überlege schon die ganze Zeit vielleicht mal abzugraden auf eine GoPro Hero 10. Jetzt hatte Bob letztens gesagt, er will vielleicht sich eine GoPro holen und ich habe gesagt, ich kann dir meine 9 verkaufen, bevor du dir auch eine 9 holst oder eine 10 oder sonst was, wenn du eh nur so nebenbei mal einmal im Monat ein Video vielleicht für dich drehen willst, vielleicht reicht dir die 9, vielleicht kann ich auch, bevor du jetzt hier, wenn du mir 150 noch dafür gibst,
statt 400, wie sie damals gekostet hat, und ich die 150 investieren kann für eine 10 und dann selber nochmal 300 drauflege, da bezahle ich dann wenigstens nur 300 für eine neue, anstatt nochmal 500 für eine neue. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Schritt weiter mit vielleicht besserem Ton, vielleicht nochmal besserem Bild. Weiß ich nicht, müsste man gucken. Idee ist auch schon wieder verflogen. Danke trotzdem erstmal an Fritz. Danke an Adi, dass du jetzt doch gekommen bist. Aber es gibt ja jetzt auch Knisterfolie, ist ja klar, dass der Adi... Adi, nein! Adi, Schatz! Adi, aus! Adi, pfui! Ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses. Oder, was sagt ihr, wo hätte ich Verwendung dafür? Oh, beim Unboxing vielleicht. Also bei dem... beim Karten hier, bei den Pokémon Trading Card Game, diese Elite Top Trainer Box irgendwas auszupacken. Ja gut, aber da hätte ich auch mit der GoPro meine Hand filmen können und mit der Webcam mein Gesicht. Da brauche ich nicht zwei noch zusätzliche. Außer ich mache gar keinen Stream, ich mache ein Video mit. Eine steht da auf mich, eine steht da auf Tisch, aber ihr wolltet ja, dass ich einen Stream mache. Und da habe ich ja meine Webcam und brauche nur eine zusätzliche. Und das könnte die GoPro sein. Ich habe nur keine Ahnung, wie man die verbindet, dass das irgendwie an den PC überträgt. Live vor allem. Ach, die Wühlmaus. Ich muss eben... Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.